Lady Gagas Happy Mistake ist fabulous. Wie sie das singt und ein paar Tipps, wie du das auch so hinbekommst, zeige ich dir jetzt. Ich bin Fawn Arnold und ich stehe seit mein 9. Lebensjahr professionell singend auf der Bühne. In Deutschland habe ich in professionelle Rock- und Partybands gesungen, auf Kreuzfahrtschiffen, in Opernhäusern und sogar habe ich Hauptrollen gespielt in Musicals wie Mamma Mia, Tanz der Vampire und Les Miserables. Und heute zeige ich dir, was ich weiß über wie Lady Gaga diesen Lied singt. Ich habe neulich Lady Gagas Happy Mistake gesehen, live auf Jimmy Kimmel in den Vereinigten Staaten. Und ist das wirklich so, dass im Fernseher in den Vereinigten Staaten, dass die Künstler tatsächlich live singen müssen? Das ist oft anders, mit Live-Sendungen auf deutscher Fernseh. Da wird man zum Vollplayback. Muss man singen. Und das weiß ich, weil ich bin öfters aufgetreten bei Wetten, dass oder bei NDR Talkshow oder sowas. Und wir mussten leider immer zu Vollplayback singen. Aber Lady Gaga singt dieses Lied live auf Jimmy Kimmel. Lass uns schauen, den ersten Anfang. Da siehst du, wie sie sehr, sehr weich und sehr, sehr sanft ihre Luftflow ausgibt, damit ihre Stimme so eine Art Hauch hat. Und genau wie sie das mag, zeige ich dir am Ende. In den nächsten Clips siehst du, wie sie dieses Hauchige wandelst in eine ganz, ganz hohe, sehr, sehr schlanken Belt. Schau mal. I can try to hide behind the makeup, but the show Und da ist sie relativ bruststimmig, dann wechselt sie in eine Mittelstimme und zieht die Stimme in dieses Fisi-Fisi-Bereich. Wenn du nicht weißt, was das ist, dann schaue dieses Video an über Fisi-Fisi. Das verlinke ich unten und ich zeige dir auch am Ende von der Video ein paar Übungen dazu. Lass uns dann halt weitergehen zum nächsten Clip. Hier benutzt sie an einer ganz, ganz hohen Ton ein Rock Distortion namens Grit. Es gibt unzählige Gesangsübungen auf YouTube und das ist großartig, denn Singen soll Spaß machen und zugänglich sein. Aber wusstest du, dass falsche Ausführung von Gesangsübungen deiner Stimme echt schaden kann? Wenn du nicht genau weißt, wie du sie richtig machst oder warum du sie überhaupt machst, könntest du dir langfristig mehr schaden als nutzen. Also, Übung ist gut, aber Kontrolle ist besser. Und deshalb lade ich dich herzlich ein, in meinen Proberaum zu kommen. Der Proberaum ist eine exklusive Community auf meiner Privatplattform Singen ohne Angst. Und er ist nur für Sängerinnen und Sänger wie dich gedacht. Dort erhältst du nicht nur Zugriff auf viele nützliche Übungen und Inhalte, sondern vor allem bekommst du konstruktives Feedback von mir persönlich oder von meinem von mir ausgebildeten Gesangscoaches. So weißt du immer, dass du deine Übungen richtig ausführst und sicher Fortschritte machst. Im Proberaum kannst du deine Lieblingsübungen von YouTube posten, an Songs arbeiten oder sogar die speziell entwickelte Übungen von mir nutzen. Du findest auch exklusive Podcasts, Interviews, Live-Sessions und Song-Tutorials, alles darauf ausgelegt, dir zu helfen, deine Stimme zu verbessern. Und das Beste daran? Du bist nicht alleine. Du wirst Teil einer super unterstützenden Community, in der sich alle gegenseitig motivieren und feiern. Egal, ob du Anfänger oder Fortgeschrittener bist, hier bekommst du die Kontrolle und Unterstützung, die du brauchst, um sicher und schneller voranzukommen. Also du hast der Wahl. Entweder du versuchst weiterhin alleine mit YouTubes Videos herauszufinden, was du tust und riskierst echt Schaden, oder du kommst in den Proberaum, wo du die Anleitung und Kontrolle bekommst, die du brauchst. Fange jetzt an und mach die Fortschritte, die du dir wünschst. Ich freue mich auf dich.
Ja, so dieses Teil, er zeigt, wie fortgeschritten Lady Gaga tatsächlich singt. Sie singt klassisch, sie hat eine super ausgebildete Stimme. Sie singt klassisch, sie singt Musical, sie singt Country, sie singt Rock und kann auch sogar jetzt hier live eine ganz tolle Rock Distortion Grid einführen. Ich werde euch zeigen, wie das geht, aber du musst Rock Distortion Basics können. Und ich verlinke diese Rock Distortion Basic Workshop. Ich habe ein Live hier auf YouTube gemacht. Ich verlinke das. Dann könnt ihr das vielleicht ein bisschen lernen, bevor ihr versucht, den Grid anzuwenden. Lass uns zum nächsten Clip gehen. Hier kommt sie zurück zu dieses Hauchige. Aber sie benutzte auch ihre Schauspielkünste, um wirklich dieses Fertige in die Stimme zu haben. Wie du das machen kannst für deine Stimme, zeige ich dir auch jetzt am Ende. Aber lass uns jetzt erstmal reinhören. Also, du hörst tatsächlich, wie sie richtig schnauft nach Luft und sogar ihre Stimmlippen schließen nicht richtig, weil sie durch den Schauspiel sich so, ihren Körper so erschöpft fühlen lässt, dass man das hört auch in die Stimme, weil die Stütze hat nicht die Kraft, dann halt die Stimmlippen zusammenzubringen. Ich zeige dir ein paar Tipps jetzt gleich am Ende, wie du das auch schaffst. So, die erste Refrain ist recht hauchig, aber es ist trotzdem irgendwie klar. Hör das mal kurz an. So. Ja, so was sie da macht, ist, sie lässt die Luft lauter sein als der Ton. Wenn ich habe einen klaren Ton ohne Hauch, habe ich mehr Kompression in die Luftröhre. So, ich halte die Luft zurück. Und da werdet ihr spüren in die Flanken, dass die Flanken nicht fallen dabei. Ja, wenn du das machen möchtest, ein bisschen hauchig, dann musst du die Luft ein bisschen freilassen. So all die Leute, die da draußen richtig viel Powertöne haben oder oft die Bruststimme hochziehen, wird diese Übung schwierig für euch sein. Lasst die Luft fallen. Dann kommt noch dazu, dass sie haucht die Luft nicht aus dem Mund. Es ist nicht. Sie schickt die Luft durch die Nasenrachenraum. Das kannst du machen, indem du die Luft hier durch die Nase schneuzt, kurz auf N. Ich spüre, wie der Ton hier ein bisschen warme Luft auf die Nase bringt. Ich kombiniere das. In diesem Clip hörst du, wie sie aus dieses Hauchige rauskommt und in eine richtig tolle, ganz, ganz schlanke Welt. Lass uns hören. Okay. I can try to hide under the makeup, but the is in C. I can try to hide. Das ist relativ tief und deswegen musst du in Bruststimme hier sein. I can try to hide under the makeup, but the. Dann springt sie zu ein E hier oben.
Show must go on. Und das geht nur, weil sie die Ton hier oben klein pflanzt. Ja? So, lass uns das erstmal machen, leiser, ohne Power. I can hardly hide behind the makeup, but the show, show, show. Ganz klein und was ich nenne fies. So, ich mache nicht show, show, was klassisch ist. Ich schicke es in die Nase. Show, show. Ganz, ganz klein. Achtung, wenn du dieses Mittelstimmeton nicht hast in Kopfstimme, dann wirst du es auch nicht haben können in die Mittelstimme. Weil Mittelstimme ist Kopfstimme mit ein anderer Resonanzraum, ein anderer Luftkompression. So, du musst diese Töne schon in Kopfstimme haben, bevor du sie versuchst in die Mittelstimme. Aber dieses Ton kannst du ganz, ganz klein versuchen mit einem Nye. Nye, nye. But the. Nye. But the. Hörst du den Unterschied? But the, yeah, but the show must go on. Und jetzt möchte ich, dass du darauf achtest, wie sie atmet. Sie macht einen kleinen Schnappatmer. Yeah, I can try to hide behind the makeup. Ja, und der Grund, warum sie das macht, ist dieser Schnappatmer. Aktiviert die Oberzwerchfellmuskel, was du brauchst zum Belten. Das ist, wo der Power herkommt und nicht von Bruststimme hochziehen. So, I can try to hide behind the makeup, but the show must go on. Show must go on. Schau mal mein magischer Punkt. I can try to hide behind the makeup, but the show must go on. Und dann hab ich Power. Ja? Hör, wo sie da atmet nochmal. I can try to hide behind the makeup, but the show must go on. Großartig macht sie das und man hört ganz genau, wie sie ihre Muskulatur einsetzt. Ist nötig, bevor laut hohe Belltöne. Aber es ist auch nötig, die Töne nicht laut hinzubekommen, indem du die klein pflanzt und fiesi machst. Okay, lass uns zum nächsten Clip gehen. Okay. Dieses Raue, was sie in die Stimme hat, ist called Grit. Und wie gesagt, wenn du nicht die Rock Distortion Basic hast, dann bitte probier dieses Grit nicht aus. Es wird nicht funktionieren und es könnte Schaden einrichten. So, schaue an meine Basics in die Beschreibung. Wie macht man Grit? So, wenn ihr richtig Rock Distortion macht, dann wisst ihr, dass die Luft fließen muss, viel mehr als den Belt. Das heißt, keine Schnappatmer werden wir machen, weil das kompresst die Luftröhre. Die Luft bei Rock Distortion muss fließen, fließen, fließen und über den Gaumenbogen. So, wenn du so fauchst, ja, dann spürst du über den, an den Gaumenbogen hinten so eine Art Ort, wo die Luft fließt. Das ist, was du brauchst für den Grit. Hey! Hey! Sie lässt dieses über die Stimme kommen, ja? So, um das zu spüren, brauchst du erstmal die Energie und die Luft, als ob du hey rufst. Cray! Hey! Crazy! Ja, so ich tue dieses Luft drauf und ein bisschen Rasseln von die Distortion Basics. Es ist laut, lauter denn andere Rock Distortion Arten, aber durch dieses fließende Luft und den Rasseln über den Ton hast du dieses Lautstärker. Ja, hör es nochmal an.
Genau, sie hat es nur kurz gemacht. I feel so crazy. Ja? Lass uns zum letzten Clip gehen. Okay, so, da geht sie in einem Art Schauspiel, wo der Schauspiel beeinflusst die Körper und die Körper beeinflusst die Stimme. So, wenn du erschöpft bist, total erschöpft bist, dann sagst du zusammen und dann kann auch die Stütze nicht richtig funktionieren, ja? Dann macht sie dann halt ihre im Kopf Stimme. Ja, und die Stimmlippen schließen da nicht richtig, weil sie durch die Erschöpfung in ihren Körper, was sie ihren Körper durch die Schauspiel spüren lässt, kann sie das nicht. Ja, und deswegen musst du da irgendwie wirklich vorstellen, dass du total erschöpft bist. Ja, und lass es wirklich kacke klingen, weil du bist in dem Augenblick erschöpft. Hör es nochmal an, weil sie das macht. Ja, und du hörst auch, wie sie schnauft. Ja, und das kann man auch einbauen, wenn du die Körper hängen lässt und so schnaufst. Ich bin echt erschöpft. Denn denkt dein Körper tatsächlich, dass du erschöpft bist und es kann auch dieses Klangfarbe auch erzeugen. So, das war es für meine Tutorial für Lady Gagas Happy Mistake. Ich würde mich freuen, wenn ihr in meinen Proberaum kommt, auf meine Singen ohne Angst Plattform und eure Version dafür postet. Und dann bekommst du auch konstruktive Feedback von mir und meine Gesangscoaches. Wir sehen uns dort. Viel Spaß und happy Übing! Remember my name.